Ich denke, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, in den grünen Himmel zu kommen. Also verschiedene Methoden, meine ich. Zum Beispiel solche, die Otto Schilly schrecken. Papiere zum Thema straffreier Kindersex. Ausgelegt in der Hagener Stadthalle beim Grünen Bundesparteitag. Und immer noch verteidigt. Wir gehen davon aus, dass man das tolerieren kann. Ja, es gibt inzwischen genug wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, ja, dass die Schädigungstheorie, die im Strafrecht verankert ist, ja, irreal ist, weil ihr jegliche Grundlage fehlt. Ja, von daher ist es verzichtbar, ja, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt, Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, Nötigung, ja, ist bereits in anderen Paragraphen des Strafrechts festgeschrieben. Aber Sex mit Kindern schadet den Kindern nicht, Ihrer Meinung nach? Nicht, wenn es sich nur um Sex handelt. Ein schreckliches Versagen, so bezeichnen die Berliner Grünen selbst den Umgang mit Pädophilie in ihrem Landesverband. Bis Mitte der 90er hat der Grünen-Vorgänger Alternative Liste mindestens 2 strafrechtlich verurteilte Pädosexuelle geduldet und offen pädosexuelle Positionen vertreten. Etwa, dass gewaltfreier Sex mit Kindern unproblematisch sei. Es gab im Schwulenbereich in den letzten Jahren eine sogenannte Arbeitsgruppe Jung und Alt, die ist von einem bekennenden pädosexuellen Fred Karst gegründet worden. Wenn die dort tatsächlich, so wie es dem Namen entspricht, mit Jung und Alt irgendwelche Unternehmungen gemacht haben, Ausflüge, Zelten gefahren sind, dann müssen wir davon ausgehen, dass dort auch was passiert ist. Wie viele Opfer es gab, ist unklar. Für Betroffene bedeuten solche Erlebnisse in der Kindheit oftmals psychische Folgen und das ein Leben lang. Bei Tauwetter können sich Männer melden, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt haben. Für Erwachsene ist es oftmals so, dass das, was sie an Folgen mitschleppen, wie Vertrauensverlust, Beziehungsstörungen, aber auch diese klassischen posttraumatischen Symptome wie Albträume, Flashbacks und so weiter, dass sie das lange, lange irgendwie handeln und dann irgendwann es anfangen zu bearbeiten. Im November gab es bereits eine Studie zu den pädosexuellen Positionen der Bundespartei in den 80ern. Der Landesverband zieht jetzt nach. Betroffene sind aufgerufen, sich bei einer neutralen Ombudsstelle des Landesverbands zu melden. Wir reden hier von den 80ern, das war auch noch in den 90ern. Es gab sogar Herren, die gesagt haben, oh, wenn ich ein 5-jähriges Mädchen sehe, was sich auszieht, dann werde ich sexuell dadurch stimuliert. Das ist ein schöner Anblick. Dieser Herr war im Europaparlament und man hat sich nicht von ihm distanziert. Solche Dinge waren möglich. Ich will ja nicht wissen, was heute noch da ist. Fakt ist aber, jetzt müsste man doch denken, wenn Sie wirklich davon gelernt haben, dann würden Sie sich doch entschieden für den Kinderschutz einsetzen. Einen Scheiß tun Sie. Sie stimmen bei Gesetzen zum Schutz der Kinder nicht, dass die Gesetze durchgesetzt werden dafür. Nein, Sie enthalten sich gezielt der Stimme. Das müsst ihr euch vorstellen, nochmal. Handbuch für Pädophile. Schlimmer geht's ja gar nicht mehr fast, ja. Wird sich der Stimme enthalten. Kinderpornografie. Warum? Weil wir 3-5% pädophil veranlagte Wähler haben, und zwar kurz vor den Wahlen. Die möchte man natürlich für das Richtige gewinnen. Das war ja auch auf einschlägigen Foren zu sehen. Wählt die Grünen, die FDP, die haben dagegen gestimmt. Es ist abartig für mich, widerwärtig für mich, dass politische Interessen über dem Kinderschutz stehen. Und wer das tut, darf nicht sich hinstellen. Kinderschutz ist unverhandelbar. Da darf es keine politischen Interessen geben und es dürfen auch keine pädophil veranlagten Menschen, die sich helfen lassen, in irgendeiner Weise in irgendwelchen Ämtern sein. Und wenn man dann noch weiß, sich dazu und noch nicht zu positionieren und die noch drin zu haben, ihr habt Sex mit Kindern gefordert. Sex mit Kindern wolltet ihr legal machen. All solchen Scheiß. Und ich höre euch heute keine Position eingehen, dass ihr die Kinder beschützen wollt. Das gilt übrigens für alle Parteien. Und natürlich haben auch andere Parteien, auch die SPD und auch die Grünen, die CDU, schon solche Dinge gehabt. Die sind ja unter uns. Aber dass ihr heute immer noch nicht die Gesetze unterstützt und auch nicht die Menschen unterstützt, die sich für die Kinder einsetzen und gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch sind, vom Mobbing gar nicht zu reden, das ist ja sowieso allen Scheiß, ist einfach in meinen Augen absolut untragbar und zeigt mir immer noch, dass ihr nichts aus eurer eigenen Vergangenheit gelernt habt. Sondern dass es euch nur um eure scheiß Ideologien geht und eure eigenen Interessen und die Kinder euch absolut scheißegal sind. Es ist wichtig, sich für den Klimaschutz einzusetzen und für die Natur, garantiert. Da bin ich der Letzte, der das nicht tut. Aber die Kinder können sich nicht wehren. Und für die habt ihr euch verdammt nochmal auch einzusetzen. Und nicht nur für das, was euch nutzt. Davon abgesehen, seid ihr ja auch jetzt für Kriegslieferungen von Kriegspanzern und allen möglichen Sachen, die Menschen töten. Wo ihr immer dagegen wart, nicht wahr? Aber gib einem Menschen Macht und ein Amt,
Und er zeigt seinen Charakter, seinen wahren Charakter. Beschämend gilt auch für nahezu alle entführenden Ämter. Wir scholzen mal, nicht wahr? Oder? Wir nehmen es mit der Wahl nicht so genau. Kinderschutz ist unverhandelbar. Und er geht uns alle an. Und Kinderschutz steht über ihren politischen Interessen. Und ihr habt verdammt nochmal die Kinder zu schützen und nicht die Kinderschänder. Und dafür werden wir weiter kämpfen. Und wir werden es weiter öffentlich machen. Und wir werden euch weiter damit so unter Druck setzen, bis ihr endlich alle gemeinsam zum Schutz der Kinder kämpft. Und endlich aufhört, Bewährungsstrafen zuzulassen für Kinderschänder, die mehrfach hundertfach Kinder missbraucht haben. Ich glaube, ich spinne. Nichts habt ihr gelernt aus eurer Vergangenheit. Und eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht schützt, ist beschämend. Kinderschutz geht uns alle an. Und deshalb müsst ihr mal selber alle überlegen, was ihr wirklich dafür tut, unsere Kinder zu schützen. Ich mache das seit 9 Jahren. Für euch und eure Kinder und Enkelkinder genauso. Also würde ich euch bitten, auch dass ihr, die vielleicht immer noch die Augen verschließt, endlich den Mund aufmacht und sagt, wir müssen unsere Kinder schützen. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass sich alles noch verschlimmert hat. Eine Zunahme von über 60% von Kinderpornografie, eine Zunahme von Missbrauch von fast 6%. Noch nie war es so schlimm wie jetzt. Und trotzdem schweigen so viele und schauen weg. Und das ist beschämend und unerträglich für mich. Weil ich bin auf diesen Beerdigungen, wo Kinder missbraucht und getötet wurden. Ich sitze in den Gerichtssälen und ich bin auf den Mahnwachen. Und ich sehe, wie die Politik schweigt und das totschweigen will. Und für politische Wahlen sich sogar darauf einlässt, pädophile Wähler anzuziehen und Gesetze nicht zu unterstützen, sondern sich feige und heuchlerisch die Stimme enthält. Beschämend. Absolut beschämend.